Und die nächste Rednerin ist bereits am Pult. Es ist auch die vorerst letzte Gemeldete zu diesem Härtefall vorgesetzt, Elisabeth Kittel, Grüne Wien. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Gäste hier, eine ist noch da und vor den Bildschirmen. Ja, Frau Mattersberger hat schon alles sehr wunderbar ausgeführt. Wir freuen uns über die 50-prozentige Aufstockung des Fonds, des Härtefallfonds auf 3 Milliarden. Wir freuen uns auch, dass klargestellt ist, dass die Non-Profit-Organisationen nun einen eigenen Fonds haben und das natürlich auch den Härtefallfonds nochmals entlastet. Und was wir auch sehr gut finden, ist die neuere und die genauere Definition der Personen, die aus dem Härtefallfonds anspruchsberechtigt sind. Das sind Personen, die ein aufrechtes Versicherungsverhältnis in einer gesetzlich vorgeschriebenen oder auch freiwilligen Kranken- oder Pensionsversicherung haben oder solche aus dem freien Berufen und deren Versicherungsverhältnis durch eigene Tätigkeit begründet wird. Es wird vielleicht, ich bin die Letzte, es wird wahrscheinlich nicht mehr gesagt, es war gut. Die Wirtschaft hat sich erholt, mehr als prognostiziert wurde. Auch die Arbeitslosenzahlen gehen zurück, natürlich nicht so schnell, wie wir uns das alle wünschen würden. Worauf ich aber jetzt eingehen möchte, ist auf ein bisschen eine Debatte, die jetzt auch überall angesprochen wurde, nämlich wie wieder Geld in die Bundeskasse hineinkommt. Und aus unserer Position sollte das kein Sparkurs sein und wie es unser Kollege Kotzer auch immer sagt, auch kein Kürzungskurs. Den wollen wir nicht einschlagen. Wir finden eine Erhöhung der Produktivität mittels Investitionen, vor allem Investitionen in den Klimaschutz, in erneuerbare Energie und in Richtung Green Jobs sehr gut. Und hier ein kleiner Sidestep und auch zur Förderung von Berufen mit Fachkräftemängel, vor allem hier Frauen zu fördern, um in besser bezahlte MINT-Berufe zu kommen und die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern zu schließen. Mit uns sollte eben dieser Kürzungskurs nicht eingeschlagen werden, ganz im Gegenteil. Würden wir uns freuen, wenn wieder eine Vermögenssteuer eingeführt wurde. Eine solche, die es ja schon mal gab, aber unter Finanzminister Gusenbauer abgeschafft wurde und jetzt sogar die Reichen selbst diese Steuer fordern. Tax me now ist das Stichwort. Und mein Appell ist, trauen wir uns das, führen wir sie endlich wieder ein. Es wird uns nicht schaden. Danke. Der zweite Punkt, der diskutiert wurde, sind die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Und da muss ich, es tut mir leid, ich bin letzte Rednerin und es ist Mittag, aber da würde ich gerne ein bisschen genauer darauf eingehen, warum wir die nicht wollen, die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, vor allem nicht der Sonntagsladenöffnungszeiten. Und da nenne ich Ihnen 4 Punkte. Das erste ist, wer von Freiwilligkeit am Markt spricht, ich muss mich entschuldigen, aber der hat keine Ahnung vom Markt, der aus Konkurrenz und Wettbewerb besteht, nämlich öffnen ein paar, müssen alle mitziehen. Und vor allem öffnen die Großen, die sich Wochenendzuschläge leichter leisten können, können die anderen, die Kleinen, ich habe heute gelernt, selbst und ständig von der Frau Karhofer, das ist sehr gut, müssen die Kleinen um ihre Existenz bangen. Der zweite Punkt ist, die Öffnungszeiten bringen natürlich auch einen Druck auf dem im Handel Angestellten. Und wer sind die im Handel Angestellten? Es sind vor allem Frauen. Und diese müssen, um ihren Job nicht zu verlieren, werden sie wohl sagen, dass sie am Wochenende arbeiten. Aber sie müssen sich dann halt auch um eine Kinderbetreuung, die wahrscheinlich am Sonntag nicht gratis ist, kümmern. Sonntag ist Ruhetag, das sagt nicht die Kirche, sondern es sagt eben das Arbeitsruhegesetz. Der dritte Punkt, der soziale Rhythmus unserer Gesellschaft ist klassisch Monday to Friday. Wir kennen es in manchen Berufen, trägt man am Freitag schon legere Kleidung, um ins Wochenende zu fahren. Menschen, die am Sonntag aber arbeiten, fallen aus diesem Rhythmus heraus. Das kann, ich betone, das kann ihnen vielleicht mehr Geld bringen, aber es frustriert sozial. Denn sie können weder Freunde noch Familie treffen, sie können keine Aktivitäten mit ihnen machen. Man muss arbeiten gehen. Und ich glaube, wir hier kennen das alles sehr gut, die wir politisch tätig sind und oft abends und am Wochenende arbeiten. Und uns geht es aber finanziell, glaube ich, nicht schlecht. Der vierte Punkt,
Die Menschen würden am Wochenende vermehrt einkaufen gehen. Ich glaube, das war das Ziel dieser Liberalisierung, dieses Liberalisierungswunsch. Und dazu würde ich gerne eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal mit einer US-amerikanischen Diplomatengattin gesprochen und habe sie gefragt, was gefällt Ihnen denn am besten in Wien? Und sie sagte, dass am Sonntag die Geschäfte zu sind. Und ich habe mich ein bisschen gewundert über diese Aussage und habe gefragt, warum. Und sie sagte, ja, weil ich kann nicht mehr shoppen gehen, sondern ich muss ins Museum gehen oder mich anderweitig kulturell bilden. Und sie sagte, es war eine unglaubliche Bereicherung für ihr Leben. Das Fazit ist, Sonntagsöffnungszeiten sind ein riesiger Verlust an nicht konsumorientierter Lebensqualität. Sie nehmen uns Raum und Zeit für unsere Familie, für unsere Freunde. Sie nehmen uns Zeit, uns körperliche Gesundheit durch Bewegung, Sport oder durch Nichtstun, sich zu erholen und abschalten zu können. Aber sie nehmen uns auch die Zeit für unsere geistige Gesundheit und kulturelle Weiterbildung, um Ausflüge in andere Welten zu machen und unsere eigene Welt auch etwas größer zu machen. Der gesellschaftspolitische Wert des Sonntags als Ruhetag ist nicht zu unterschätzen, denn nicht alles, nicht jeder Tag sollte sich um die Wirtschaft und ums Einkaufen drehen. Dankeschön. Ein Plädoyer gegen die Sonntagsöffnung von Elisabeth Kittel von den Grünen Wien.